So, wir spielen Minish Cap, habe ich beschlossen. Ich habe es eben schon mal erklärt, aber ich erkläre es gerne nochmal für die Leute auf YouTube. Ich habe mir ein Game Boy Advance Consolizer gekauft. Das heißt, die Hardware von dem Ding ist in eine kleine Konsole eingebaut, die jetzt ein Videosignal ausgibt. Und das ist ziemlich cool. Das heißt, wir spielen das Spiel einfach so original, wie es geht. Und das ist insane. Und entsprechend würde ich sagen, los geht's. Wie immer, der übliche Long Factor muss natürlich auch hier sein. So. Und dann würde ich sagen, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Ich bin extrem gespannt. Ich höre halt von vielen, dass es ein ziemlich cooles Zelda sein soll. Ich habe gehört, es ist ein bisschen grindy. Was, mal gucken, wie es ist. So, mal schauen. Vielleicht ist es ja doch ganz cool. Und ansonsten muss man mal schauen. Muss man mal schauen. Ich bin gespannt. Ich lasse mich einfach mal drauf ein. Ich habe es noch nie wieder gespielt. Mein erstes Mal. Ich hoffe, es wird gut. Hau raus. Vor langer, langer Zeit, als die Welt von tiefer Dunkelheit verschlungen zu werden bedrohte. Weißt du, nicht mal zwei Lines im Spiel schon verkackt. Stiegen Minish vom Himmel herab, um einen Helden das goldene Schwert und ein Schwert zu geben. Dieser Held vertrieb die Dunkelheit mit seiner Weisheit und Tapferkeit. Und brachte Frieden. Seither ehren die Menschen das Schwert. Guten Tag, Onkel... Onkel? Alberich? Guter Name. Hoppla, die kleine Zelda. Bist du ganz alleine vom Schloss hierher gelaufen? Das wird dem Minister bestimmt nicht gefallen. Ach, ist doch nicht so schlimm. Wo ist denn Lonk? Die Stadt ist voller Trubel, weil das alljährliche Minish-Fest stattfindet. Ich bin gekommen, weil ich mit Lonk dorthin gehen will. Dürfen wir? Ach, so ist das. Lonk hat mir gestern bis spät in die Nacht bei der Arbeit geholfen. Lonk schläft noch, steht aber bestimmt bald auf. Ich muss hier noch etwas im Schloss abliefern. Das könnte Lonk dann für mich tun, wenn ihr gemeinsam in die Stadt geht. Hallo, Lonk! Hallo, Lonk! Wup. Wir können uns rollen. Sehr gut. Also ich habe gelogen. Ich habe das Spiel ein bisschen gespielt. Vor Jahren in einem Stream, in einem 24-Stunden-Ding, glaube ich. Aber ich habe alles vergessen. Ich weiß einfach nichts mehr. Außer, dass irgend so ein Bosskampf gegen so einen fetten Blub-Dude irgendwie gekämpft wird. Und das weiß ich noch. Ansonsten, eigentlich nichts mehr. Keine Ahnung. By the way, da fällt mir ein, bevor ich weitermache, ganz wichtig, und zwar, holy shit, vielen Dank an Icarus, Hatsu, Milivani, Sari und Squall für die Subs und Icarus für den Gift-Sub. Übelst cool. Vielen, vielen Dank. Ihr coolsten Menschen. So, los geht's. Ah, Lonk. Zelda ist hier, weil sie mit dir zum Minish-Fest gehen möchte. Hallo, Lonk. Komm, lass uns auf das Fest gehen. Onkel Alberich hat auch nichts dagegen. Ja, so ein Fest gibt es nicht alle Tage. Geh nur mit Zelda dorthin. Ach, und wenn noch etwas... Das Schwert ist jetzt fertig. Bitte bring es dem Minister im Schloss. Eigentlich müsste ich es ihm bringen, aber ich habe hier noch zu tun. Liefere es unbeschadet ab und verliere es nicht. Ich werde mein Bestes tun.
Das Schwert ist der Preis für den Sieger des Schwertkampfturniers. Also verlier es nicht. Zelda ist die Prinzessin von Hyrule. Okay, random wird eingeworfen. Gib acht, dass hier nichts passiert. Mach dir keine Sorgen, Onkel. Also Long, auf in die Stadt. Jo. Die ist einfach Sonic Fast, Alter. Wir kommen jetzt Link nicht hinterher. Dum. Du, du, dum. Dum, 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 dum. So, hier bin ich, Long. Ich mag, wie Links Haar sich bewegt. Das ist witzig. Das ist so, das hat Volumen einfach. Long, komm, beeilen wir uns. Kann ich laufen? Anscheinend nicht, aber ich kann rollen. Hier entlang. Na los, beeil dich. So, das ist Stadt Hyrule. Guck mal, Long. Das wird ein Spaß. Komm, wir gehen dahin. Ach, mit R redet man, okay. Link, hör doch mal dem Geschichtenerzähler zu. Hey, was ist das da? Kiki, danke für den Euro. Viel Spaß mit Minish Cap. Ich habe es selbst gespielt und liebe es. Freue mich sehr auf dieses Projekt. Ach. Ja, ich dachte mir, ich muss mal irgendwas anderes spielen als Final Fantasy 14. Oder Final Fantasy generell. Und ich hatte Bock auf irgendwas auf dem Game Boy Advance. Und die Menge hat entschieden, es wird... Ich habe ganz viel Fell auf meinem Mikrofon. Ew, Katzen, Alter. Es wird... Minish Cap. Vor langer, langer Zeit wurde unsere Welt von Ungeheuern heimgesucht. Wir Menschen waren hilflos. Da erschienen die Minish. Sie gaben uns das Schwert des Lichts. Mit Hilfe dieses Schwertes konnten die Monster besiegt werden. Wir konnten wieder in Frieden leben. Als Dank für die gute Tat der Minish feiern wir jedes Jahr dieses Fest. Die Minish erscheinen nur guten Menschen. Wer Schlechtes tut, der kann sie nicht treffen. Wie geht's den Katzen? Denen geht's gut, tatsächlich. Die Kleine ist wieder rollig. Und wir waren mit der halt beim Arzt vor ein paar Tagen und haben halt gefragt, so wie es mit Sterilisation aussieht. Und der meinte halt nur, nun muss nicht sterilisiert werden. Und ich denke mir so, okay. Das war so ein bisschen... Okay, dann halt nicht, schätze ich. Werden wir nochmal bei einem anderen Arzt nachfragen. Ja, das war eh richtig strange, Alter. Weißt du, der hatte halt auch so gar keinen Bock. Der hatte so null Lust auf den Rest des Tages, hatte ich so das Gefühl. So, wir waren halt da und haben halt so gefragt, so von wegen, hey, wir haben halt die Kleine und so, die brüllt halt die ganze Nacht immer durch. Und so, kann man da irgendwas machen? Und der meinte so, ja, nee. Man müsste halt einen Katzenpsychologen fragen. Und ich denke mir halt so, are you fucking with me? So, ist das dein scheiß Ernst gerade? Und dann meinten wir halt so, ja, wie sieht's denn halt mit Sterilisation aus? Und da kam man gleich so, weibliche Katzen muss man nicht sterilisieren. Also, kann man machen, wenn sie halt die ganze Zeit durchbrüllt, aber eigentlich ist das nicht nötig. Und ich denke mir halt so, excuse me? What? Und dann waren wir mit dem Großen, also wir waren mit beiden Katzen da und dann war der Große dran, weil sie halt auch geimpft wurden beide. Und da haben wir halt bei ihm gefragt von wegen, weil sie halt als, also wir waren bei einer neuen Klinik einfach und die ist halt ein bisschen näher hier dran und da müssen wir nicht immer so eine halbe Stunde Auto fahren, bis wir da sind, sondern nur so 5 Minuten. Und die haben halt als Angebot auch so Ernährungsberatung für Tiere, wenn du halt so dein eigenes Essen machst. Und da haben wir dann gefragt, wie das halt damit aussieht, weil der hat ja seine Leberprobleme. Das heißt, wir müssen halt das Essen selber auch zubereiten. Und war halt die Frage, ob er uns irgendwelche Tipps geben könnte, wie das ist, was wir da machen können. Und er meinte halt so, ja, also selber machen muss man ja eigentlich nicht, weil da gibt's halt
Medizin, die sich damit jahrelang beschäftigt hat und so medizinisches Fressen, welches halt explizit für sowas angefertigt ist und ich würde es mir nicht anmaßen, sowas dann selber zu machen. Und er meinte so, ja, aber der kann doch nicht ständig jahrelang dasselbe Futter fressen. Und da meinte der nur so, ja, also, dass es halt verschiedene Geschmacksrichtungen gibt, das ist halt eher auf die menschliche Psyche abgezielt und nicht so wirklich auf die tierische Psyche und so den Katzen ist das egal, ob sie die ganze Zeit das gleiche essen. Und ich denke mir halt so, Junge, was bin ich hier? What? Was? Junge? Wait, what? Bin ich hier gerade irgendwie... Passt das alles gerade? So, what? Yo, Junge? Das war so strange einfach. Und ich denke mir halt so, ja, ich kann meinem Kater natürlich jetzt for life denselben Shit dahinstellen und der wird ihn wahrscheinlich auch widerwillig fressen, aber doch auch Katzen haben doch auch mal Bock auf was anderes, so. So. Das ist halt, you know? Also, weiß ich nicht. Das war ein... Wir haben dann halt die Impfung bekommen und sind so raus und dachten uns dann so, also, für so Blutwerte und so kann man da wahrscheinlich hingehen, aber für alles andere nicht mehr. Und zum Glück gibt es hier in Hamburg noch ein spezifisches Katzenkrankenhaus, Dingsbums. Wie heißen sie? Cats Only. Da müssen wir dann bei Zeiten nochmal hin und mal gucken, ob die da ein bisschen geiler sind. Aber unser Hausarzt hat einfach zugemacht, so. Wollten wir vor ein paar Tagen anrufen und der war dann so, nö, ich hab zugemacht. Cool. Ja, es kann, also ich habe meine Tür offen, weil es auch wieder 900 Grad hier in diesem Raum sind. Und es kann halt sein, dass meine Katze reinkommt und uns ein kleines Konzert singt. So, weil sie muss ja nicht kastriert werden, laut dem Arzt. Von daher ist ja cool so. Ist alles super. So, okay, weiter geht's. Sorry für den kleinen Ausschwung. Mensch, gibt es also wirklich. Vater behauptet das auch immer. Hey, was ist das da? Ach, Zelda. Chill mal. Im Schloss fand ein Schwertkampfturnier statt, wer wohl gewonnen hat. Und jetzt? Gehen wir dahin. Hauptgewinn! Oh, shit, wir haben gewonnen. Unglaublich. Du hast bei der Lotterie den Hauptgewinn gezogen, Zelda. Also dann, such dir was aus. Da hätten wir einen herzförmigen Stein oder... ein schönes, großes Juwel oder aber ein kleines Schild. Nun, wofür entscheidest du dich? Das Juwel, der herzförmige Stein, ist auch sehr hübsch. Such dir aus, was dir gefällt. Ich nehme den kleinen Schild. Wieso? Warum? Wieso das denn? So ein Schild ist weder schön noch kleidsam. Hier, zum Beispiel, der herzförmige Stein, der ist doch hübsch, oder? Oder hier das Juwel, eine wahre Augenweide, oder nicht? Diese beiden Sachen sind doch viel besser als der Schild. Nein, ich möchte diesen Schild. Könnte ich ihn bitte haben? Fräulein Prinzessin. Ja, ihr seid komisch. Aber gut. Hier, bitteschön. Der kleine Schild. So. Den schenke ich dir. Der Schild steht lang gut, nicht wahr? Du hast von Zelda einen kleinen Schild erhalten. Lege ihn im Itemmenü auf A oder B. Halte den Knopf gedrückt, um den Schild vor dich zu halten. Nice. Ein Geschenk von Zelda. Für dich. Ja, wirklich. Du siehst toll damit aus. Jetzt kannst du mich beschützen, wenn ich in Gefahr komme. Oh, schon so spät. Wir müssen das Schwert im Schloss abgeben. Komm, Long, gehen wir. Irgendwie weird, sich ein Tier zu kaufen, es dann zu kastrieren, damit es quasi zum menschlichen Lebensstil... Na, macht schon Sinn bei Katzen eigentlich. Also wahrscheinlich auch bei Hunden, aber halt Katzen, die können halt im Jahr, glaube ich, 2 oder 3 Mal Kleine kriegen. Und wenn du halt so einen Freiläufer hast, dann hast du halt so viele Katzen, die einfach dann am Ende theoretisch produziert werden können...
die haben dann halt auch einfach kein Heim und die kriegen dann halt einfach nichts gebacken und das ist halt auch nicht gut und so, dann leben die halt auf der Straße und das ist dann auch nicht geil, weil vor allem Katzen auch für so Vogelpopulation echt ungeil sind, wenn die draußen sind. Also es macht schon Sinn, dass die Katzenschützer und Katzenzüchter und bla immer alle sagen so, wenn ihr euch eine Katze holt, dann kastriert die. Also die sagen das halt nicht einfach nur so, sondern das macht schon Sinn. Und ja, sie lässt sich den Popo kraulen. Sie macht einen typischen Move, dass sie ankommt, miaut und wenn ich reagiere, dreht sie sich um und hält ihren Hintern in die Höhe und ist so. Und ich denke mir so, ach, Junge, was ist los? Oder eher Mädchen. Ja, ich war lange auf Reisen und kam wegen des Festes in die Stadt. Stadt Hyrule ist wirklich schön. Ich werde ein Gedicht darüber schreiben. Okay. Geben wir aber erstmal das Schwert ab. Oh. Ich bin ein braves Kind. Deswegen kann ich bald mit den Minish spielen. Ich mag es, dass sie einfach hier für den Wind Waker-Stil übernommen haben. Weißt du, hiernach müssen wir Wind Waker durchspielen, einfach. So ein gutes Spiel. Ich bin mit meiner Schwester von ganz weit weg zum Minish-Fest gekommen. Ich bin mit meiner Schwester aus einem fernen Land gekommen, um das Fest zu sehen. Die Minish sollen winzig klein sein. Ob es sie wirklich gibt? Ich habe das Schwert schon. Voll cool. Okay. Also dann, Long. Lass uns zum Schloss gehen. Hiernach erstmal Four Swords Adventures. Ich glaube, das sollte sogar gehen. Also wir müssen uns so ein Link-Kabel kaufen, aber dann könnte man das tatsächlich zusammenspielen. Das wäre schon ein bisschen witzig eigentlich. Crazy. Nee, das Spiel sieht übelst hübsch aus. Halt so Mario Land 4 ist halt auch ein Spiel, das echt richtig hübsch ist. Halt Metroid Fusion sieht auch echt gut aus. Und, irgendein Spiel gab es auch noch, was echt hübsch war. Aber ich weiß gar nicht mehr welches. Hey! Aua! Das sind die Händler-Dekus, von denen die Soldaten erzählt haben. Sie belästigen Passanten. Eine echte Plage, diese Laubkerle. Long, tu was. So kommen wir hier nicht zum Schloss. Wenn du die Nüsse abwehrst, kommen wir bestimmt irgendwie weiter. Oh mein Gott. Zeit. Oh Gott, ich komme nicht an meinen Nut-Button. Warte. Hier. Ah, ich hab's aus, verdammt. Es wäre so ein toller Moment geworden, wo mich die Nuss trifft und der Nut-Button macht einfach... Aber nein, es sollte nicht sein. Ach, tut mir leid wegen der Nuss. Ich kam noch in die Stadt, um auf dem Fest Geschäfte zu machen, aber ich bekomme keine Worte, sondern nur Nüsse aus dem Mund. Alle haben Angst vor mir und kommen mir nicht in die Nähe. Ach, so wird das nicht mit den Geschäften. Also, zurück ins heimelige Dunkel. Der Händler-Deko sah süß aus, aber er spuckt mit Nüssen. Naja, gehen wir schnell zum Schloss und liefern das Schwert ab. Zeit für einen Nut, würde ich sagen. Ey, das Spiel sieht halt echt richtig gut aus. Das ist schon hübsch geworden. Ah, Long! Du hast das Schwert mitgebracht. Damit ist das Schwert offiziell als zurückgegeben registriert. In wenigen Minuten wird die Siegerehrung beginnen. Ich gehe auf mein Zimmer, um mich umzuziehen. Long, du darfst aber nicht mit raufkommen und mir garantiert nicht dabei zusehen, okay? Also, spick auch nicht durch mein Fenster, durch das du über einen Baum reingucken könntest. Nur so als Info. Also bis später, Long. Das Fest war toll, nicht? Na, du schon hier bist, Long. Bleib doch bis zur Siegerehrung. Long, kennst du eigentlich die Geschichte dieses Schwertes? Man nennt es Schwert der Minish. Es versiegelt eine Kiste, angefüllt mit Ungeheuern. Das Schwert der Minish ist ein heiliges Schwert.
Die Minish übergaben es vor langer Zeit den Menschen. Der Sieger des Schwertkampfturniers erhält die Ehre, das Schwert berühren zu dürfen. Ist das das Schwert, was Link gerade abgeliefert hat? Hat er einfach in seiner Infinite Pocket so eine fette Truhe mit sich hergeschleppt? Wir beginnen nun mit der Siegerehrung. Der Sieger, Vati. Vati oder Vati? Vati, ne? Der Sieger, Vati, möge hervortreten. Der Sieger, Daddy! Not. Möge hervortreten. Hätte nicht gedacht, dass es so gut klappt. Das Schwert der Minish und die versiegelte Kiste. Was ich suche, ist bestimmt in dieser Kiste verschlossen. Ich werde den Inhalt der Kiste mitnehmen. Keiner wird mich aufhalten. Nur der Sieger bekommt das Schwert der Minish und die versiegelte Kiste zu Gesicht. Auf diesen Moment habe ich gewartet. Wer bist du? Was soll das? Die Prinzessin mit der Kraft des Lichts. Wenn ich mich nicht um sie kümmere, wird sie mir später nur im Weg sein. Durch meinen Fluch werde zu Stein. Das passiert allen, die sich mir in den Weg stellen. Dann will ich mal den Inhalt der Schatzkiste an mich nehmen. Was ist denn das? Da waren nur Monster in der Kiste? Na auch gut. Ich weiß, dass sich das Force in dieser Welt befindet. Ich werde in Ruhe danach suchen. Da bin ich aber froh. Du bist wieder bei Bewusstsein. Dein Großvater... Großvater, was? Dein Großvater Alberich ist beim König. Ah, Long. Ah, Long, du bist wieder wach. Oh, geht es dir wieder besser? Der König hat etwas zu sagen. Hör gut zu. Ihr wisst alle, was geschehen ist. Ein gewisser Vati hat Zelda durch den Fluch des Hexenmeisters versteinert. Mit dem heiligen Schwert, dem Schwert der Minish, können wir den Fluch brechen. Doch er hat das Schwert zerstört. Aber ich werde nicht aufgeben. Was wisst ihr über die Minish? Minish? Dieses Zwergenvolk aus der Legende? Das Minish-Volk? So ist es. Dieses meine ich. Doch Minish existieren nicht nur in der Legende. Es gibt sie wirklich. Es ist ein Geheimnis, das unsere Familie seit vielen Generationen hütet. Die Minish leben im Tyloria-Wald. Sie schufen das Schwert der Minish. Und nur sie können das zerbrochene Schwert wieder zusammenfügen. Was? Senden wir gleich einen Soldaten aus? Nein, keine Soldaten. Es heißt, Erwachsene können die Minish nicht sehen. Egal wie sehr es auch, wie sehr wir versuchen. Aha. Wenn das so ist, Long. Du könntest doch gehen. Long, wenn du bereit bist, möchte ich dich darum bitten. Bitte befreie Zelda vom Fluch des Hexenmeisters. Die Minish wissen, wie man das heilige Schwert wiederherstellt. Doch ich möchte nicht, dass auch dir noch etwas Schlimmes zustößt. Deswegen gebe ich dir das zerbrochene Schwert und dies. Schwert des Alberich! Das Wunderwerk deines Großvaters. Gut, Soldaten beschützt die Stadt vor den Monstern. Der Rest sucht Vati. Ich will mal Vati sagen. Tief im Tyloria-Wald ist der Waldschrein. Er wurde früher von Menschen und Minish genutzt. Geh also zuerst zum Waldschrein. Nimm diese Karte mit. Falls du dich auf dem Weg zum Wald verläufst, drück erst Start. Und dann L oder R, um die Karte aufzurufen. Der Wald ist auf der Karte eingezeichnet. Pass gut auf dich auf.
Die Welt ist relativ klein. Anscheinend. Ich meine, halt, you know. Naja, Saudi-Arabien hat jetzt 5% von Nintendo gekauft. Das ist jetzt noch nicht so viel eigentlich. So, Zeit für ein bisschen Zelda-Action. Die Welt ist größer, als ich denke. Ich bin sehr gespannt. Warte mal, ich muss leider mein... dieses eine Ding hier ändern. Okay, cool. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Genau, das macht mehr Sinn. So, jetzt komme ich ja gar nicht lang. Witzig. Hier komme ich auch nicht lang. Sterbe einfach instant. Lori, danke für 17 Monate Treue. Aha, na bitte. Oh mein Gott. Yo, mega cool. Oh, Link kann kein aufladen. Ich hoffe, er lernt es noch. Meine Katze kommt. Ah, oh, ich komme noch nicht rein. Au. Ach, was los? Ach, das gibt's doch nicht. Okay, cute. Was bringt das VIP-Zeichen? Gar nichts. Das ist normalerweise ein Dingens vom Namen, dann. Aber warte, ich glaube, das ging nicht, weil ich hatte den Bot nicht an. Ich habe voll vergessen, dass das existiert. Lass mich dir kurz VIP geben. So. So. Es ist der Tyloria-Wald. Oh, an das Lied erinnere ich mich. Das hätte man Smash-Remix bekommen sollen. Okay, Mädchen, du musst echt aufpassen wegen den tausend Kabeln hier. Du kannst ja nicht unten am Tisch rumlaufen. Nicht cool so.